Moin und hallo, heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr eure Fugen sauber bekommt. Die Fugen sind ja aus einem mörtelartigen Gebilde, das sind ja Keramikfliesen und dazwischen ist ja immer ein Fundament mit diesen Füllmassen und es ist ganz einfach, die zu reinigen in eurer Naschzelle und zwar mit Zahnpasta. Ich habe hier schon mal was auf die Zahnbürste gepackt und jetzt geht ihr einfach hin und nehmt die Zahnpasta, ihr müsst natürlich nicht so teure nehmen wie ich jetzt, aber ich hatte gerade keine andere da, und geht jetzt hin und arbeitet in die Fuge die Zahnpasta hinein. Und so bekommt ihr Schmutz und Ablagerungen super da rausgearbeitet. Einfach mit der Zahnbürste schön in die Fuge rein. Und jetzt müsst ihr natürlich etwas mechanischen Druck ausüben, um auch die Zahnpasta in die Kränzchen dort hinein zu bekommen. Das dauert auch einen Moment. Und wie ihr seht, ist es aber zu schaffen. So, jetzt haben wir das hier gemacht. Und danach müssen wir es nur noch abspülen und haben auch gleichzeitig im Gegensatz zu anderen chemischen Reinigern haben wir nämlich dann einen angenehmen Geruch in eurem Badezimmer. So, ich massiere das jetzt, bin glaube ich in eine Minute jetzt dran. Es ist aber eine mühsame Sache. Aber wenn ihr nichts anderes habt, dann nehmt ihr Zahnpasta. So, ich glaube, das reicht jetzt als Demonstration, weil ihr seht, es ist schon dreckig. Ne? So, auf geht's. Anderthalb Minuten gerieben. Ihr könnt natürlich auch schneller reiben. Ich glaube, es gibt aber keinen großen Unterschied, ob ihr dort extra Bleichzahnpasta nehmt oder nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, bei bleichender Zahnpasta wird es etwas heller, oder? Aber die Zahnpasta hat ja auch Schleiftasten in dem Gel drin. Und diese Schleiftasten und auch die Lösungsmittelchen, die da drin sind, helfen uns jetzt hier, die Fuge sauber zu kriegen. Okay, jetzt holen wir uns etwas Wasser und werden das mal abspülen. So, Wassermarsch. Ein bisschen mehr können wir schon, ne? Und jetzt spülen wir uns mal die Fuge ab und hey, sie ist wieder absolut brown oder absolut grau, wie ihr seht. Also ich habe damit wirklich, da war auch was Schimmel dabei, ich habe das abbekommen. Super, echt, guckt euch das an. War natürlich jetzt eine Minute, anderthalb bis zwei für das Stück, war schon ein bisschen Arbeit. Aber hier unten seht ihr, da war ich nicht so, ne, aber hier alles weg. Ne? Vorher, nachher. Oder da unten ist nach vorher, da ist nachher. Also Leute, Zahnpasta und Zahnbürste in Kombination mit Fliesen, Fugen funktioniert. Dauert zwar etwas länger, ist etwas mühselig, aber Zahnpasta ist ja nicht so teuer. Und so eine Zahnbürste, entweder eine ausrangierte oder ihr nehmt euch einfach die billigste harte Borste, die ihr finden könnt. Und dann heißt es, schrubbt euer Badezimmer. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Tschüss.